Dann, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich bei der Digital Society begrüßen zu unserem Digitalk zum Thema Sicherheitspaket. Ich darf auch die Frau Magister Adensammer begrüßen von Epicenter Works, die uns mehr zum rechtlichen Teil was erzählen wird. Ich werde ein bisschen den technischen Teil abdecken, und zwar geht es eben um das Sicherheit, und anschließend wollen wir dann ein bisschen diskutieren, brauchen wir, was davon könnten wir uns vorstellen, was könnten wir wie tatsächlich umsetzen, also das wäre dann irgendwo die Diskussion dazu. Worum geht es einmal beim Sicherheitspaket, das ja zum Glück mittlerweile abgelehnt wurde, muss man dazu sagen. Da gibt es eine Reihe von Punkten, das sind jetzt nicht alle, aber so die wesentlichsten. Eines der wesentlichsten ist der sogenannte Bundestrojaner, der schon einmal früher im Gespräch war, der jetzt wieder dabei war und der wahrscheinlich auch wieder kommen wird. Da geht es darum, dass die Polizei natürlich auch zu Recht sagt, sie hätten gern die Möglichkeit, die Kommunikation auf Handys abzuhören. Im Anlassfall, und zwar eben auch, wenn die verschlüsselt stattfindet, wie zum Beispiel bei WhatsApp. Also mittlerweile, es gibt auch noch andere Messenger wie Signal, und die erlauben es eben, dass man von Handy zu Handy mit einer tatsächlich End-zu-End-Verschlüsselung seine Nachrichten sendet, aber auch videofoniert und telefoniert. Und nachdem das eben wirklich End-zu-End verschlüsselt ist, bedeutet das, obwohl das über die Server von WhatsApp läuft, dass es keine Möglichkeit gibt, die sich irgendwo auf dem Weg hineinzuhängen. Ich bin jetzt schon viel zu weit, aber es macht nichts. Also das wären die Themen. Ich bin da schon mittendrin. Und das bedeutet, dass die Polizei sich eben hineinhängen müsste, bevor die Daten verschlüsselt werden, also bevor die Sprachnachrichten oder Textnachrichten verschlüsselt werden. Das geht allerdings nur, wenn man sich eben tief in das Handy hineinhackt, weil das Ganze soll ja unentdeckt bleiben. Das heißt, es geht nicht, dass ich da eine, weiß ich nicht, zusätzliche App installiere, die dem Benutzer irgendwie auffallen kann. Das heißt, ich brauche da Administratorenrechte, um mich tief im System verankern zu können und die Datenströme eben abfangen zu können, noch bevor sie durch den Verschlüsselungsalgorithmus von WhatsApp durchgehen und hinausgeschickt werden. Dazu muss ich aber die Sicherheitsmechanismen, die es im Handy gibt, umgehen. Und das funktioniert nur, indem ich Sicherheitslücken ausnütze. Sicherheitslücken, die noch nicht bekannt sind und die noch nicht gefixt wurden im Handy, entweder vom Provider oder vom Handyhersteller. Und das bedeutet letztlich, dass jetzt, würde ich das tatsächlich so machen, dann bräuchte die Polizei eine Software, die automatisch nach Sicherheitslücken in dem Handy sucht, diese ausnützt, damit Administratorenrechte erlangt und sich dann im Handy verankert. Und das hat den ganz großen Nachteil, dass dann jetzt plötzlich die öffentliche Hand daran interessiert ist, dass es diese Sicherheitslücken überhaupt gibt. Weil jede Sicherheitslücke, die gestopft wird, bedeutet eine Zugangsmöglichkeit weniger. Und das ist aber genau etwas, was dem allgemeinen Wunsch nach mehr Sicherheit, nach mehr technischer Sicherheit im IT-Bereich komplett zuwiderläuft. Das heißt, es entsteht es gibt schon einen Graumarkt für Sicherheitslücken. Das heißt, es gibt schon Firmen, die wissen von Sicherheitslücken im System und verkaufen so etwas gegen gutes Geld.
sowohl an Regierungen, Geheimdienste, wie aber auch an kriminelle Organisationen. Und so etwas zu unterstützen, ist also nicht nur moralisch, sondern auch vom gesellschaftlichen Gesamtwert her höchst problematisch. Wir haben nämlich erst vor kürzerer Zeit einmal gesehen, wohin das führen kann, wenn es Sicherheitslücken gibt. Da gab es einen sehr breiten Angriff eines sogenannten Verschlüsselungstrojaners, der sich in ältere Computer über eine ältere Sicherheitslücke eingespielt hat und dann die kompletten Daten auf diesen Computern verschlüsselt hat, einen Startbildschirm angezeigt hat, also wenn Sie Ihre Daten wieder haben wollen, dann überweisen Sie doch bitte anonym per Bitcoin so und so viele 100 Euro an diese anonyme Adresse. Anschließend bekommen Sie dann einen Entschlüsselungscode, mit dem Sie Ihre Daten wieder zurückbekommen. Das hat also nicht nur Privatpersonen betroffen, sondern ganze Firmen und hat auch teilweise in Krankenhäusern den Betrieb ein wenig lahmgelegt, weil auch der sich auch dort hineingeschlichen hat. So, das heißt, das Begehr der Polizei, da jetzt eine Möglichkeit zu haben, diese Datenübertragung zu überwachen, ist jetzt genau eben dieser dem allgemeinen Interesse abzuwägen, dass wir eine IT-Sicherheit haben wollen und eben keine Sicherheitslücken auf unseren Geräten haben wollen. Etwas weiteres, was in diesem Sicherheitspaket auch noch drinnen ist, ist eine sehr unscheinbare Erweiterung, nämlich die Erweiterung des Nachrichtenbegriffs. Bisher hat es geheißen, eben Nachrichten, die über ein Kommunikationsnetz oder sonst irgendwie weitergereicht werden, und plötzlich heißt es und Informationen. Das ist jetzt eigentlich was Juristisches, aber die technische Seite, die das bedeutet, dass man jetzt nicht nur eben wirklich Nachrichten, das wären also wirklich Sprachnachrichten oder auch textuelle Nachrichten, überwachen darf, sondern jede Art von Daten, die irgendwie ausgetauscht wird. Das heißt auch Dokumente, die zum Beispiel in die Cloud hinaufgespielt werden vom Handy, dürften dann damit überwacht werden. Und das bedeutet aber, dass ich da hier eigentlich mir das Recht herausnehme, alle Daten, die nicht im Handy sind, sondern aus dem Handy irgendwo gespielt werden, was aber heutzutage aufgrund der technischen Gegebenheiten, nachdem die meisten Sachen nur mehr in der Cloud gelagert werden und mit der Cloud synchronisiert werden, habe ich damit Zugriff auf praktisch das gesamte digitale Leben und alle digitalen Dokumente, die ich so auf meinem Handy verwende. Ich rede jetzt immer vom Handy, das gilt natürlich auch für Computer. Also das stehen natürlich die Handys im Vordergrund, weil die hauptsächlich eben für Sprachkommunikation verwendet werden. Das ist der zweite große Punkt. Dann haben wir auch noch einen Punkt in dem Sicherheitspaket, eigentlich Überwachungspaket. Es werden ja bereits aus der Section Control bzw. zukünftig aus der Videomaut Daten aufgezeichnet, welches Auto mit welchem Kennzeichen an welcher Stelle vorbeigekommen ist, auf der Autobahn oder ähnliches. Und die Polizei hat jetzt also gemeint, es wäre ja sehr gut, wenn man kriminalpolizeilich abgleichen können mit ihren eigenen Daten. Das heißt, wenn Sie wissen, ein Verdächtiger fährt immer mit dem Auto mit der Nummer herum, dann wäre es für Sie natürlich sehr toll, wenn Sie dann einfach sagen könnten, okay, der ist dort in der Section Control durchgefahren, jetzt ohne eine Geschwindigkeitsübertretung gehabt zu haben, sondern er ist einfach nur durchgefahren. Oder dann mit der Autobahnmaut, mit der Videomaut, geht das dann überhaupt, dann sieht man genau, wo und wie weit er auf der Autobahn gefahren ist.
Das wäre natürlich für die ganz hilfreich. Es ist aber auch jetzt eben die Frage, ist das tatsächlich etwas, was die, die, davon, die, die nicht kriminell sind, tatsächlich wollen, dass ihre Daten unter Umständen bei der Polizei aufschlagen und dort überprüft werden. Das Ganze ist dann auch noch im Gesetz, wird dann wieder versucht, das irgendwie einzuschränken. Da steht dann, das darf man nur bei Abwehr gefährlicher Angriffe. Das ist aber halt eine Bezeichnung, wo man sehr viel darunter verstehen kann. Dann haben wir auch noch einen Punkt drinnen zur sogenannten Quick-Freeze-Methodik für Telekommunikationsdaten. Es gab ja vor einigen Jahren mal die Vorratsdatenspeicherung, wo es geheißen hat, die Telekommunikationsdaten, also auch die Verbindungsdaten, wer hat mit wem telefoniert, werden 2 Jahre lang gespeichert. Das hat dann der Oberste Gerichtshof bzw. der EG, was der EGMR, ich glaube ja, der EGMR, der EuGH als unzulässig erkannt. Das heißt, das Gesetz musste wieder eingestampft werden. Das heißt, alle Telekommunikationsdaten, die so anfallen, sind, sobald sie nicht mehr für die Verrechnung gebraucht werden, zu löschen. Und das Quick Freeze würde jetzt darin bestehen, dass die Polizei sagen kann, okay, wir haben da einen Verdächtigen und wir wollen wissen, mit wem hat der alle telefoniert. Dann gehen die zum Telekom-Provider und sagen, bitte für diese Nummer machen wir jetzt Quick Freeze. Das heißt, das Löschen dieser Daten wird ausgesetzt und zwar bis zu 1 Jahr lang. Das ist aus meiner Sicht eine akzeptable Vorgehensweise, wenn es nur wirklich eine Nummer betrifft. Das heißt, ich stelle von einer Nummer fest, mit wem hat die kommuniziert. Und das Quick Freeze bedeutet auch, dass die Polizei das nicht automatisch bekommt, sondern es bedeutet nur, dass der Provider zunächst einmal diese Daten nicht löscht. Die Polizei muss dann mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl kommen und kann dann diese Daten ausheben und analysieren. Also von der Vorgehensweise her wäre das unter Umständen akzeptabel. Unklar ist es aber, da ist das Gesetz viel zu ungenau, welche Art von Daten sollen da überhaupt jetzt eben gespeichert werden und gespeichert bleiben. Und aus dem Gesetzeswortlaut könnte man herauslesen, dass sie sagen können, wir wollen eigentlich alle Daten aus einer größeren Personengruppe speichern sozusagen. Und dann wären wir eigentlich wieder bei einer nicht zulässigen Vorratsdatenspeicherung. Was auch im Gesetz fehlt, was auch vielfach kritisiert wurde, ist, dass es keine Informationspflicht vorgesehen ist. Normalerweise ist es so, wenn jemand durch eine polizeiliche Überwachungsmaßnahme wie Telefonabhören oder Ähnlichem betroffen war, dann muss er im Nachhinein darüber informiert werden. Da muss die Polizei sagen, Sie sind vom Datum so A bis Datum B telefonüberwacht worden. Das steht so im Gesetz, das ist hier nicht vorgesehen, was ebenfalls ein starker Kritikpunkt ist. Dann haben wir auch neu die Identitätsfeststellung bei Handys. Das bedeutet, dass man künftig, also zum Glück noch nicht künftig, aber dass es das Begehren gibt, dass man, wenn man sich eine SIM-Karte beim Hofer, Billa oder sonst wo kauft, die gibt es mittlerweile in allen Supermärkten, dass die namentlich registriert werden muss, damit man im Anlassfall nachforschen kann, aha, da habe ich zwar eine Handynummer, aber ohne Vertrag, damit die Polizei da die Möglichkeit hat, herauszuforschen, wem das gehört. Das ist zunächst einmal ein erheblicher technischer und administrativer Aufwand für die Handyprovider, wobei
das auch ganz interessant ist, dass Sie ja bisher diese eigentlich keine personenbezogenen Daten erheben müssen. Jetzt müssten Sie es und würden dadurch der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, die da doch recht technisch doch einige Vorgaben gibt, die man dann einhalten muss. Die Frage ist auch, wie groß ist tatsächlich da die Qualität der Identitätsfeststellung? Mit was für einem Ausweis muss man da hinkommen? Also es wird wahrscheinlich kein Pass sein, sondern es wird irgendein normaler Personalausweis wird genügen müssen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass solche SIM-Karten ja unter Umständen gerne von Touristen genommen werden, frage ich mich, wie dann, weiß ich nicht, die Mitarbeiter beim Hofer, Lidl, Biller oder so geschult sein müssen, damit sie dann ausländische Ausweise erkennen und beurteilen können, ob die in Ordnung ausschauen. Weil das große Problem ist natürlich, wenn ich da mit irgendeinem Wisch hingehe und sage, das ist ein Ausweis und da steht ein falscher Name drauf, habe ich auch wieder eine Handywertkarte. Also diese Identitätsfeststellung ist wahrscheinlich zu leicht zu umgehen, als dass sie tatsächlich etwas bringt. Noch dazu, wo wir ja jetzt in der EU Roaming haben, das heißt, ich finde unter Umständen in der EU, in irgendeinem Land, das keinen diese Identitätsfeststellung nicht hat und hol mir von dort die SIM-Karten, das heißt, es bringt eigentlich nichts, diese Sachen, also diese und viele andere Maßnahmen sind irgendwie darauf ausgelegt, dann müssten die Kriminellen schon sehr blöd sein, wenn sie da das nicht erkennen und das umgehen. Gerade bei der Identitätsfeststellung gibt es ein internationales Beispiel. Also Mexiko hat das ein paar Jahre lang gemacht, hatte das eingeführt. Das hat sich aber weitgehend als wirkungslos erwiesen, beziehungsweise sogar als die Ermittlungen hemmend, weil es einen Schwarzmarkt für diese Wertkarten-SIMs gegeben hat, wo dann Handys gestohlen wurden und diese SIMs dann praktisch weiterverkauft wurden. Die Leute haben ihre SIMs irgendwo verloren, haben sie liegen gelassen, haben sie aber nicht als verloren gemeldet. Damit wurden die dann in kriminellen Aktivitäten verwendet und die Kriminalpolizei hat dann angefangen, die eigentlich nicht unbeteiligten Bürgerinnen und Bürger zu überwachen, unnötigerweise, weil die hatten damit gar nichts mehr zu tun. Und das hat zum Beispiel eben auch Ermittlungen tatsächlich behindert. Also Mexiko hatte das und hat das aber wieder abgeschafft. Das heißt, es ist irgendwie nicht einzusehen, warum wir das jetzt trotzdem machen sollten, wenn es Beispiele gibt und klar gezeigt ist, dass es nicht funktioniert. So. Ja, es gibt da einen weiteren Punkt in dem Überwachungspaket, nämlich dass die Polizei gerne Zugriff auch auf private Überwachungskameras hätte. Es gibt also doch einige Geschäfte, die sich eben mit Überwachungskameras absichern. Und künftig soll es also so sein, wenn man eine private Überwachungskamera installiert, dann muss man nicht nur die Datenschutzbehörde davon in Kenntnis setzen, sondern auch die Polizei. Und die Polizei hat dann die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, gut, das ist ein neuralgischer Punkt und die Daten müssen bis zu 2 Wochen gespeichert werden. Das heißt, dann kann die Polizei vorgeben, wie lang die Videoüberwachungsdaten in dieser privaten Anlage gespeichert werden. Ja, auch da gibt es wieder einen ziemlichen Gummiparagraphen, weil für die Zwecke der Vorbeugung wahrscheinlicher Angriffe noch weicher kann man es, glaube ich, nicht sagen. Es ist auch ganz interessant, es gab an öffentlichen Stellen Videoüberwachung in Wien, also beziehungsweise in ganz Österreich. Und an 15 von 17 Standorten wurden diese Videokameras wieder entfernt.
Das heißt, die Polizei hat da selber gemerkt, das bringt uns nicht, dass wir an diesem Standpunkt da eine Videoüberwachung durchführen können. Da stellt sich dann die Frage, wozu brauchen Sie dann aber das irgendwo anders? Ja, also das ist irgendwie auch etwas widersprüchlich. So, dann hätten wir da hier jetzt die, würden wir kommen. Das waren also so die Themen mit die Technik